Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um das Bartöl von Tom Ford, was ich ehrlich gesagt eher aus so einem Impuls heraus gekauft habe und was jetzt nicht besonders von euch angefragt wurde oder so. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich es schon besitze, dann kann ich auch direkt mal ein Video darüber drehen und euch die Frage beantworten, ob das Ganze seinen ultra hohen Preis von über 50 Euro für 30 Milliliter wert ist. Und bevor ich das tue, möchte ich aber kurz noch etwas zu den Videos sagen, die in nächster Zeit kommen werden. Es kommt nämlich jetzt erstmal einiges an Parfum-Content. Das ist ehrlich gesagt eher so eine Sache von dem, was halt momentan für mich verfügbar ist. Ich habe einige tolle Düfte in meine Sammlung aufgenommen und habe dazu einiges zu sagen. Wird das gerne mit euch mitteilen oder wird das euch gerne mitteilen, aber das wird sich langfristig auch wieder in andere Richtungen bewegen natürlich. Also nicht verzweifeln, dass ich jetzt irgendwie nur noch Parfum-Videos mache und keine sonstigen Styling-Videos mehr. Also, das Bartöl von Tom Ford. Wie gesagt, das war ein reiner Impulskauf bei mir. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich in Paris war jetzt über die Weihnachtstage und da eben ein bisschen rumgeschaut habe nach Parfums beispielsweise und anderen Artikeln. Und wie es eben so kommen musste, bin ich natürlich auch an einem Tom Ford Stand vorbeigekommen und habe mir dann gedacht, okay, dann guckst du dir mal an, was die so zur Verfügung haben. Also was es so an Düften gibt, die ich noch nicht probiert habe und was so die anderen Cremes und Pflegeartikel so hergeben. Und dann habe ich gesehen, dass sie das Tom Ford Bartöl da haben, was ich vor einer ganzen Weile schon mal im Internet gesehen hatte, aber was ich damals erstmal hinten angestellt habe, weil es wie gesagt mit über 50 Euro für mich ein bisschen zu teuer war. Dann hat mir die gute Dame am Stand dort aber verraten, dass das Öl in drei verschiedenen Geruchsrichtungen verfügbar ist, was mir vorher völlig unbekannt war, weil ich dachte, dass das einfach so ein normales Bartöl wäre, was einen Duft hat, aber nein, siehe da, es hat tatsächlich drei verschiedene Geruchsrichtungen. Einmal Neroli Portofino, Tobacco Vanille und siehe da, Oud Wood. Und als ich gehört habe, dass es das hier in Oud Wood gibt, ihr wisst, dass ich Oud Wood auch besitze und das war überhaupt so, glaube ich, meine erste Parfumrezension, die ich auf diesem Kanal gemacht habe. Ich feiere den nach wie vor extrem und bin auch froh, dass ich noch ein bisschen was davon übrig habe. Da war es um mich geschehen und ich habe meine Kreditkarte rausgeholt und mir den gekauft. Nein, Spaß, aber da war dann wirklich so der Punkt da, wo ich dachte, okay, weißt du was, ich kaufe den und schau mal, wie er so ist und ob das Ganze seinen hohen Preis wert ist. Das Bartöl baut bei seiner Pflege auf Traubenkernöl, Mandelöl und Jojobaöl und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, auch als mein Bart noch ein bisschen länger war, weil wie gesagt, ich habe das seit vor Weihnachten, dass das Öl tatsächlich eine ziemlich gute Pflege abliefert. Also es ist nicht so das Mittelsegment, das Mitteleinsteigersegment von 19, 20, 21 Euro, was du für ein Bartöl bezahlst, was dann den Bart irgendwie so ein bisschen pflegt, aber im Grunde genommen keine Glättung erlaubt und den Bart nicht langfristig weich macht und nach drei Stunden wieder weg ist, sondern es hält deutlich länger und es ist schon so mit Bayer's Oil vergleichbar, würde ich jetzt so behaupten, oder zumindest mit Stenz. Irgendwo so die Ecke. Es ist kein Girls Bartöl, es ist kein Beard Brand Bartöl von der Pflege her. Das muss ganz klar gesagt werden und das ist eben auch irgendwie so ein bisschen der Rückschritt, wenn du dich an eine größere Marke wendest, die einfach auf einem umsatzmäßig anderen Level spielt, sage ich jetzt mal. Da kommt es ja meistens drauf an, wenn Bartträger nicht die Hauptzielgruppe sind, jetzt nicht das bestpflegendste Produkt aller Zeiten herzustellen, weil für die ganze Forschung einfach kein Geld da ist, sondern eher ein allgemeingültiges, gut pflegendes Produkt rauszubringen und das ist eben hier durchaus gegeben. Wo das Öl aber tatsächlich alle anderen Bartöle in den Schatten stellt, ist bei dem Duft. Denn ich kann erstmal sagen, dass hier tatsächlich der authentische Oud Wood Duft von Tom Ford drin ist, was das Ganze wahrscheinlich auch überhaupt erst für Bartträger attraktiv machen könnte, weil das nämlich bis auf so ein bisschen mehr Süße und ein bisschen weniger diese holzige Note oder vielleicht auch ein bisschen weniger Kardamom, weil das nämlich bis auf diesen Unterschied wirklich der Oud Wood, die Oud Wood Duft-DNA ist und sich dementsprechend auch ausgesprochen gut mit dem Oud Wood Parfum verträgt. Ich muss sagen, dass mich das von der Haltbarkeit her, also wie lange der Duft präsent bleibt und ob der Duft projiziert oder ob er nicht projiziert, dass es mich diesbezüglich definitiv positiv überrascht hat. Also es ist erstens kein Bartöl, was am Anfang so ein bisschen Duft hat, der dann aber sehr schnell wieder in den Hintergrund geht, sondern das ist schon eine merkliche Duftnote vorhanden. Es ist ein merklicher Duftschweif vorhanden.
finden. Menschen um dich herum werden auch merken, dass du dieses Bartöl trägst, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig bei meinen Bartölen festgestellt habe. Aber das ist ja auch eigentlich das, was man haben möchte, wenn man sich das Bartöl in dem Lieblingsduft kauft. Und das ist auch, finde ich, ein sehr interessanter, unique Selling Point von diesem Bartöl. Und das ist auch irgendwie dann so der Punkt, der den Preis von diesem Öl rechtfertigt. Wenn du jetzt beispielsweise Oud Hood als Signature-Duft hast und das super gerne trägst, was ja bei vielen Leuten, wenn man ehrlich ist, der Fall ist, und du außerdem einen Bart trägst, dann passt das eben wie die Faust aufs Auge. Und bei den anderen beiden Duftnoten wird das auch nicht so anders sein. Das ist also mein Fazit zu dem Tom Ford Bartöl in der Duftnote Oud Hood. Ich muss ehrlich sagen, braucht ihr das unbedingt? Ist es jetzt die 50 oder 52 Euro oder wie viel das kostet wert? Das kommt eben ganz darauf an, wie wichtig dir der Duft ist. Wenn du sowieso nach sowas gesucht hast und du, wie gesagt, mit der Oud Hood DNA sehr gut zurechtkommst und dir das gefällt, dann wirst du wahrscheinlich glücklich sein, dass es so ein Bartöl gibt, was das Ganze ergänzt, ein bisschen den Duft verlängert und einfach gut in das Gesamtkonzept reinpasst. Wenn du jetzt aber nicht so den starken Wert drauf legst, dann kannst du hier drauf auch getrost verzichten und bei klassischen Bartöl-Alternativen bleiben. Ich werde das Öl natürlich in der Beschreibung verlinken. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.